Vater das schwarze Hemd nicht trug, weil er ein Faschist war. Also wurden die Gewehre auf die Fotografie gerichtet. Und sie gaben 9 Schüsse auf das Bild meiner Mutter ab. Ich habe das Bild behalten und hüte es wie meinen Augapfel. Denn es sollte uns eine Warnung sein. Es war eine ganz schlimme, ganz schreckliche Situation. Und davor sollten wir uns in Acht nehmen, in unseren Gedanken und in unseren Herzen. Die kanadischen Einheiten hatten schwere Verluste erlitten. Aber das Schlimmste sollte noch kommen. Mitte Dezember wurde die 1. Fallschirmjägerdivision der deutschen Wehrmacht in Ortona stationiert. Sie sollte die Stadt verteidigen. Die Männer waren Freiwillige mit einer ausgeprägten Loyalität gegenüber ihrer Einheit. Von der alliierten Presse wurden sie als fanatische Nazis bezeichnet. Das waren keine Fanatiker. Es waren gut ausgebildete Fallschirmjäger. Es waren wirklich gute Soldaten. An einem Abend besuchte Oberst Heilmann persönlich Ortona. Die mittelalterliche Stadtanlage erschien ihm perfekt für die Verteidigung. Sobald die Kanadier einen Fuß in das Gewirr enger Gassen setzten, würden sie ein sorgfältig präpariertes Schlachtfeld vorfinden. Die Fallschirmjäger gingen an die Arbeit. Ihr Ziel, eine Hölle auf Erden zu schaffen. Die Deutschen fingen an, die Häuser zu verminen. Auf diese Weise wollten sie die Straßen blockieren. Und eines dieser Häuser war mein Haus. Ein junger deutscher Fallschirmjäger, Bernhard Riebers, war gerade dabei, ein Haus zu verminen, als ein Mann ihn bat, damit aufzuhören. Kam der Italiener an bei mir, ne? Soldato tedesco, molto bambino, niente mangiare. Mach Kader nicht kaputt. Haben wir auch nichts gemacht. Ne? Aber das war eine Ausnahme. Die Fallschirmjäger arbeiteten gründlich. Riesige Schutthaufen versperrten die Straßen. Sie sollten die Angreifer in die sogenannten Todeszonen führen. Hier lauerten Panzerabwehrminen unter dem Schutt, die damals allgemein als Ballerinas bekannt waren. Die Schützenminen werden eingegraben, sind also Fühler dran. Wenn man dagegen hakt, ne, dann springen die hoch in diese Augenhöhe und dann geht nochmal eine Granate los und fliegen die Kugeln durcheinander. Nicht so wahllos irgendwo hin. Das gab es nicht. Ne? Wer den Minen entkam, stand den MG-42, jenen unfehlbaren Tötungsmaschinen, gegenüber. Diese Maschinengewehre konnten 1200 Geschosse in nur einer Minute abfeuern. Diese Aufnahmen zeigen Soldaten beim Schießtraining. 3 MGs nehmen das Gelände mit laserähnlicher Präzision unter Feuer. Es gibt kein Entrinnen. Darum nennt ein Fallschirmjäger, der in Ortona dabei war, die Waffe in seinem Tagebuch auch Nazisäge. Hitler war sich der außerordentlichen Bedeutung von Ortona bewusst. Die Deutschen hätten sich mehrere Kilometer hinter die Gustav-Linie zurückziehen können, doch der Führer befahl ihnen, unter allen Umständen standzuhalten. Das wussten die Befehlshaber der Kanadier noch nicht. Brigadegeneral Wyman besprach die Situation mit seinen Kollegen. Seit dem Kampf am Fluss Moro waren viele Soldaten gefallen. Aber der erste Sieg der Kanadier auf dem Kontinent schien zum Greifen nahe. Panzer und Infanterie bewegten sich auf die Stadt zu. Ein Maulesel mit trauriger Last. Kreuze für die toten Soldaten. Bald würde man Hunderte davon brauchen. Die kanadischen Soldaten nähern sich von der Küste her Ortona. Sobald sie Konstantinopoli erreicht haben, eine Ansammlung von Häusern am Stadtrand, treffen sie auf die ersten Verteidigungsposten der Deutschen. Der Kommandant des Zuges ruft einen Maschinengewehrschützen herbei.
Kurz dahinter, auf einer Ebene am Meer, hat die kanadische Artillerie Stellung bezogen. Viele Zivilisten haben auf dem Friedhof Zuflucht gesucht. Unter ihnen die Familie Berardi, die gerade der Hölle ihres Gutshauses entkommen ist. Während wir dort waren, wurden Gräber bombardiert und wir sahen schreckliche Dinge. Hunderte von Menschen schliefen tagelang zwischen den Gräbern, in der Kapelle und im Haus des Friedhofswärters unter katastrophalen hygienischen Bedingungen, während die Deutschen durch die vermeintlich evakuierte Stadt patrouillierten. Einige hielten es nicht länger auf dem Friedhof aus und folgten dem Schneider Senior Primavera in den Keller seines kleinen Landhauses. Unterwegs weigerte sich Maria Teresa Berardi plötzlich weiterzugehen. Meine Mutter hatte einen sechsten Sinn. Ich weiß es noch genau. Sie sagte, ich will da nicht hin, wir gehen nach Hause. Und das taten wir. Im Haus von Primavera hämmerten die Deutschen gegen die Tür und warnten vor den Minen. Die Eingeschlossenen reagierten nicht. Sie antworteten nicht. Warum sollten sie glauben, das Haus sei vermint? Sie blieben drin. Sie wurden aufgefordert zu gehen, aber sie wollten nicht hören. Das Haus explodierte. Rund 40 Menschen starben. Stundenlang waren ihre Hilfeschreie zu hören, dann Stille. Wenig später ereignete sich etwas Mysteriöses in der Stadt, die die Gebeine des Apostel Thomas beherbergt. Ein alter Turm neben der Kathedrale diente als Seezeichen und wurde nun von den Verteidigern als Beobachtungsposten genutzt. Aber auch für die Angreifer war er ein wertvoller Orientierungspunkt. Es war der 21. Dezember, das Fest des heiligen Thomas. San Tommaso. Es war der Feiertag von Thomas, dem Apostel. Er ist der Schutzheilige der Stadt. Wir waren zu Hause und schliefen. Und morgens um 5:30 gab es eine gewaltige Explosion. Wir rannten hinaus auf die Piazza San Tommaso und sahen, was geschehen war. Die halbe Kuppel der Kathedrale war eingestürzt. Die Gebeine des heiligen Thomas hatte man schon vorher in Sicherheit gebracht. Trotzdem war es ein Schock für die Bewohner von Ortona. Die Schuldigen standen schnell fest. Der Turm war von den Deutschen vermint worden. Aber es gibt noch eine andere Version. Der kanadische Brigadegeneral Bertram Hoffmeister war ein fähiger Soldat und sehr beliebt bei seinen Untergebenen. In einer Erklärung aus den 1960er Jahren schilderte er seine Sicht der Dinge. Ich sah die riesige Kuppel der Kathedrale von Ortona, die die Stellungen der Bataillone überragte. Das beunruhigte mich, sodass ich einige Panzer herbeibeorderte, die natürlich sofort die halbe Kuppel zerstörten und sie damit als Beobachtungsposten unbrauchbar machten. Was zu dem Zeitpunkt, da bin ich mir sicher, ihr hauptsächlicher Zweck war. Am Morgen des 21. Dezember kämpften die Kanadier an diesem Straßenabschnitt. Davon gibt es historische Aufnahmen. Noch ist es ihnen nicht gelungen, ins Zentrum vorzudringen und den Widerstand der Deutschen in den Außenbezirken der Stadt zu brechen. Der Vormarsch erweist sich als Albtraum. Überall sind deutsche Heckenschützen mit Maschinengewehren postiert. Vorsichtig tasten sich die kanadischen Soldaten vor. Jede falsche Bewegung kann tödlich sein. Die deutschen Fallschirmjäger ziehen sich schließlich Richtung Stadtzentrum zurück. Die Kanadier bewegen sich im Schutz einer vermeintlich sicheren Mauer. Plötzlich rührt sich etwas im Schutt.
Sie nehmen drei deutsche Fallschirmjäger gefangen. Einer von ihnen ist verwundet, wird von seinem Kameraden gestützt. Trotz der heftigen Kämpfe, Gefangene müssen entsprechend der Genfer Konvention human behandelt werden. Die Kanadier bringen jetzt eine Panzerabwehrkanone in Stellung, um den Vormarsch in Richtung Stadtmitte abzusichern. Endlich können die kanadischen Panzer die letzten 200 Meter bis zur Piazza zurücklegen. Ihnen folgt die Infanterie. Die historischen Aufnahmen zeigen auch, ein verwundeter Deutscher bekommt Wasser. Hier wird ein kanadischer Unteroffizier von Sanitätern versorgt, die auf beiden Seiten große Verluste zu beklagen haben, weil sie oft unter Beschuss geraten. Sobald die Kanadier vorgerückt waren und die Kirche von Konstantinopoli und die Häuser drumherum eingenommen hatten, erwarteten sie, dass die Deutschen sagen würden, das reicht, wir ziehen uns zurück. Aber so war es nicht. Der Albtraum hatte gerade erst begonnen. Als die Granaten explodierten, irrten Zivilisten zwischen den Trümmern umher auf der vergeblichen Suche nach einer Zuflucht. Mein Vater sagte, lass uns ins Hospital gehen und abwarten, was passiert. Wir gingen in einen kleinen Raum im Erdgeschoss bei den öffentlichen Toiletten. Es ist der 22. Dezember. Die kanadischen Panzer versuchen, über die einzige Straße, die noch offen ist und die sie befahren können, ins Stadtzentrum vorzudringen. Aber es ist eine Falle. Die deutschen Fallschirmjäger erwarten sie schon. Dies sind die einzigen Fotodokumente von deutscher Seite. Es gab keinen offiziellen Fotografen. Diese Bilder stammen von einem deutschen Unteroffizier. Die Panzerkolonnen bewegen sich durch die surreal anmutende, zerstörte Stadt. Die Infanteristen, die ihnen folgen, wissen es noch nicht, aber sie nähern sich der Todeszone. In einer Stadt braucht man die Infanterie als Schutz. Wir beschützten sie, aber sie beschützten uns auch. Die Kolonnen kamen beim ersten großen Schuttberg vor dem Rathaus zum Stehen. Ein Panzer wird von einer Mine gesprengt. Deutsche Maschinengewehre feuern auf alles, was sich bewegt. Bei Sonnenuntergang ist klar, dass Soldaten und Panzer nicht über die Hauptstraße vorrücken können. Am nächsten Tag verläuft für die Deutschen alles nach Plan. Die Kanadier sind gezwungen, in die engen Seitenstraßen auszuweichen, wohin die Panzer ihnen nicht folgen können.